Und jetzt haben wir es 18 Uhr. Übermorgen um diese Zeit schließen die Wahllokale, die Auszählung beginnt. Und dann wollen wir das blaue Wunder hier in Schwerin erleben. Dafür bin ich angetreten, diesen Abend mit euch zu erleben und etwas zu starten, was so groß ist, was wir jetzt kaum überblicken können. Wir können Schwerin in Blau tauchen. Wir können hier richtig was verändern. Wir können unsere Stadt endlich wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und wir können sogar die Regierung in Berlin treiben, wenn nicht sogar ins Wanken bringen. Wir wollen die Ampel abschalten, so schnell es geht. Es kann doch kein Bürger mehr ertragen. Und deswegen müsste es von dieser Position heraus eigentlich für jeden eine Selbstverständlichkeit zu sein, morgens um 7:30 schon vor dem Wahllokal anzustehen und zu sagen, wann geht es endlich los? Ich möchte mein Kreuz machen für den Holm. Denn wenn ich den Holm wähle, dann bekommen wir einen neuen Oberbürgermeister in Schwerin endlich. Und wir bekommen auch Dynamik in die Politik, dass in Berlin endlich aufgeräumt werden kann. Daran wollen wir die letzten zwei Tage noch gemeinsam arbeiten und heute auch nochmal einen Schlussakkord hier von unserer Abschlussveranstaltung senden. Ich möchte, und ich kann für meine drei Kollegen aus dem Bundestag hier auch sprechen, noch kurz das Thema Freiheit anschneiden. Martin Hess hat es angesprochen. Das Thema Freiheit ist sehr, sehr groß. Und derjenige, der im Osten groß geworden ist, der die Wende miterlebt hat, die friedliche Revolution 89, 23. Oktober, Alter Garten in Schwerin, sage ich nur, der weiß, was wir für eine Macht gemeinsam sind, wie wir die Dinge ändern können, wie man ein Regime abschütteln kann und wie man dann sich selber die Freiheit organisiert, die man so dringend haben wollte. Wir haben es geschafft und wir geben diese Freiheit nie wieder her. Dafür sind wir auch angetreten. Es ist der wichtigste Wert, den wir haben. Und den müssen wir verteidigen. Und wir haben heute im Bundestag gesessen und haben der mutigen Männer und Frauen gedacht, die am 17. Juni 1953 auf die Straßen gegangen sind. Die sowjetischen Panzerrohre vor sich gesehen haben und dennoch da gewesen sind, um zu sagen, nein, wir wollen nicht unter dieses Moloch, wir wollen frei leben und wir wollen mit unseren deutschen Brüdern und Schwestern im Westen leben. Wir wollen einig leben als Deutsche in einem Deutschland. Danke euch, ihr Männer und Frauen des 17. Juni. Bundespräsident Steinmeier hat das heute auch gewürdigt und hat gesagt, wir müssen uns immer an diese Männer und Frauen erinnern. Und ich habe dann so für mich gedacht, ja, dann müsst ihr aber auch daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Was wir gesehen haben 53, was wir gesehen haben 89, müsste eigentlich jeden zum Denken bringen und zum Erkennen bringen, dass wir heute schon wieder Gefahr laufen, dass wir in eine Meinungs-Mainstream-Konformität gezwungen werden, die wir nicht wollen. Wir wollen unsere Meinung frei heraussagen, egal welche Meinung. Und wir kämpfen dafür, dass jeder seine Meinung sagen kann. Und genau das wollen sie nicht. Davor haben sie Angst, dass da eine neue Partei heranwächst, die größer und stärker denn je ist und noch stärker wird und sich anschickt, demnächst auch Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Sie haben Angst davor und deswegen haben sie die große Keule immer und schwingen sie hin und her ohne Sinn und Verstand. Es ist wirklich unglaublich und ich muss das sagen, dass auch hier die Politik in diesem Wahlkampf völlig versagt hat. Wir haben einen sauberen Wahlkampf geführt, wir haben immer über der Gürtellinie gefochten, haben politisch diskutiert, unsere Argumente gemacht und ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Argumente. Und was haben die anderen gemacht? Sie haben geholzt unter der Gürtellinie, als gäbe es kein Morgen mehr. Ihr wollt die Demokraten sein, voll Teufel! Wir sind diejenigen, die die Demokratie und die Meinungsfreiheit verteidigen. Uns haben sie die ganzen Banner zerschnitten beim schmalen Werbebudget. Uns haben sie die Plakate immer wieder von den Laternen gerissen. In dieser Nacht waren sie wieder unterwegs, haben die Plakate heruntergerissen. Ihr könnt uns unsere Plakate nehmen, aber nicht unseren Kampfeswillen. Das sei hier schon mal verkündet. Wir kämpfen weiter für die Freiheit in diesem Land. Und ich stelle auch die charakterliche Eignung einer Ministerpräsidentin Schwesig in Frage, dieses Amt überhaupt zu führen.
Wer hier sich hinstellt auf den Marktplatz und sagt, wir brauchen keinen braunen Bürgermeister, der will damit doch insinuieren, dass es hier irgendwelche braunen Gesellen gäbe und die gibt es nicht, das weiß sie selber. Und wer es trotzdem sagt, der gehört aus diesem Amt gefegt. Wo sind wir denn hingekommen? Wo sind wir denn hingekommen? Und was ist denn das eigentlich? Wie geschichtsvergessen kann man sein, so solche Worte in den Mund zu nehmen, angesichts der Dramatik des Hitler-Regimes, die 12 Jahre, die fatal waren für unser Land, die so schlimm waren, wie wir nie etwas zuvor gesehen haben und was wir auch nie wieder sehen wollen. Und wenn eine Ministerpräsidentin so geschichtsvergessen ist, dann müssen wir sagen, nein, diese Frau ist nicht geeignet, schicken wir sie demnächst so schnell es geht nach Hause. Auch darum geht es. Diese Leute aus den Ämtern zu jagen, die so etwas tun, die wohlwissend versuchen, uns in diese Ecke zu schieben, obwohl sie klar sehen können, dass das in keiner Weise der Fall ist. Wir sind eine freiheitsliebende Partei, wir sind eine Rechtsstaatspartei, treu auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Und das werden wir weiter sein. Und wir lassen uns nicht in eine Ecke schieben, in der wir nicht stehen. Und ich bitte alle darum, mitzutun, den Leuten klarzumachen, hier ist eine Partei angetreten, die demokratisch, die für die Meinungsfreiheit ist, die einfach nur die Dinge endlich wieder normal machen will. Normale Bürger in einem normalen Land, das sich um die eigenen Bürger kümmert, Politik für das eigene Volk macht. Dafür sind wir angetreten. Das ist sozusagen der große Kontext, der uns bewegt, um dann hier von Schwerin aus auch das Land und den Bund zu erobern. Wir nehmen den Kampf auch. Und das ist ein Kampf, wie wir gesehen haben jetzt in den letzten Tagen nach der ersten Wahlrunde, alle gegen einen. Das war uns vorher klar. Aber es stört uns nicht. Denn wenn sie schon alle gegen einen antreten müssen, dann heißt das, wir sind stark, wir sind sehr stark. Sie müssen sich schon alle verbünden zu Blockpartei, zur neuen SED, um gegen uns überhaupt bestehen zu können, Freunde. Das heißt, wir sind stark, wir werden gewinnen. Und wenn nicht heute, dann morgen. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen beim Wahltag am 18. Da wollen wir es klar machen, hier bei uns in Schwerin. Wir haben das Zeug dazu, dieses Land zu verändern und das wollen wir tun. Und Schwerin, unsere Stadt braucht das. Es ist unsere, es ist meine Heimatstadt. Ich bin hier 1970 geboren, in der Geburtenklinik in der Bornhöwedstraße. Die gibt es heute gar nicht mehr. Aber manche kennen sie noch, ne? Sehr gut. Da bin ich geboren, es war ein stolzer Jahrgang, 1. August 1970. Ich glaube, ich war das Kind 2100 irgendwas. Mein zweiter Sohn ist übrigens auch am 1. August geboren, allerdings etwas später, 2019. Am 1. August, da gab es viel weniger Geburten. Kann man auf der Geburtsurkunde sehen. Das war, glaube ich, nur die 600 irgendwas. Also viel, viel weniger. Aber das nur am Rande. Jedenfalls, das war mein Beginn. Hier in dieser stolzen Stadt. Und ich erinnere mich noch an die 70er Jahre. Wer war noch jung in den 70er Jahren? Wer war noch Kind? Ja, doch sehr viele. Was das hier für eine Zeit war. Es war toll. Es war natürlich DDR. Es hatte Vor- und Nachteile. Aber wir haben uns als Kinder auf jeden Fall wohlgefühlt. Und ich war sehr oft da drüben bei meiner Mutter, die hat in der Kinderabteilung der Poliklinik gearbeitet, Karl-Marx-Straße 32. Weiß ich noch wie heute. Heute ja Alexandrinstraße. Da war ich oft zu Gast nach der Schule hergefahren und habe da ein bisschen assistiert, sozusagen. Das waren Zeiten. Mein Vater hat in der Weststadt gearbeitet, bei BMK, war Elektrikermeister, wo ich dann auch meine Lehre gemacht habe, habe selber in der Weststadt gewohnt. Dort in der Friesenstraße 29. Das war meine Jugendzeit. Abends, was lief da? Achteck, Lesekaffee. Wer kennt noch das Resi? Das kennt man noch viel länger. Ja. Und im Tallinn waren wir oft. In der Puschkinstraße. Adria-Sonne trinken. So. Kulturbund auch, richtig. Gab's auch mal, richtig. Lesekaffee wurde auch schon erwähnt, genau. Also hier war richtig was los. Heute ist ja kaum noch was da, ne? Also kaum was man noch erleben. Also ich will ja oft tanzen gehen eigentlich. Meine Frau lässt mich nur nicht. Aber also wir haben tolle Zeiten erlebt in dieser Stadt. Wir haben unsere Kindheit hier verbracht, unsere Jugend hier verbracht. Wir haben jetzt unsere Kinder hier, einige schon ihre Enkelkinder.
Und wir wollen doch, dass es unseren Kindern und Enkelkindern nicht nur gut geht, sondern dass es ihnen hier gut geht. Und das bewegt mich auch zutiefst, dass meine Kinder, wenn sie groß sind, hier ihr Leben verbringen können, dass sie nahe ihrer Familie bleiben können, hier ihre Familie gründen, Arbeit finden, ihre Frau, ihren Mann finden, was auch immer, und dann hier in dieser Heimat bleiben können. Das bewegt mich. Und der Bürgermeister macht keine Anstalten, das mal in die Wege zu leiten. Wir haben gesehen eine gescheiterte Ansiedlungspolitik. Das fing damals früher noch bei BMW an, bei Intel ging es weiter, Amazon haben wir gedacht, die sind dann da in den Görlitzern, sind auch abgezogen. Es funktioniert nicht, weil die Stadt nicht attraktiv genug ist, um neue Arbeitsplätze zu bekommen für Unternehmensansiedlungen. Das müssen wir doch hinbekommen. Und da kann es nicht sein, dass die Sozis hier ausbremsen beim A14-Anschluss Schwerin Süd über Jahre, sodass wir immer noch nicht weitergekommen sind. Auch das wird wieder dauern, bis dieser Autobahnanschluss da ist. Warum diskutiert man immer noch über den Schluss der Nordumgehung? Wir brauchen doch eine gute Infrastruktur für unsere Bürger und für unsere Unternehmen, damit wir die Arbeitsplätze schaffen, die wir so dringend brauchen. Und deshalb will ich auch den Unternehmen, die gebeutelt sind durch Corona, durch diese lange Zeit, die beschwerlich war, will ich helfen, dass sie wieder Fuß fassen, dass sie wieder Luft unter die Flügel bekommen, dass sie wieder investieren und Arbeitsplätze schaffen können. Deswegen sage ich, die Gewerbesteuer senken. Da ist mir ein riesen Gegenwind in den Wahldiskussionen entgegengeflogen. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Es muss doch möglich sein, vom zweithöchsten Satz in Mecklenburg-Vorpommern ein kleines bisschen runterzugehen, damit hier unsere Betriebe wieder ordentlich arbeiten können und nicht diese Stadt verlassen. Denn damit ist uns erst recht nicht geholfen. Wenn die Betriebe aus der Stadt sind, dann zahlen sie erst recht keine Gewerbesteuer mehr in Schwerin. Das muss doch eigentlich jeder verstehen. Deswegen runter mit der Gewerbesteuer für unsere Unternehmen, in denen wir die Arbeitsplätze haben und schaffen wollen für die Zukunft. Und es geht um die Jungen. Es geht um die Kinder und Jungen, dass sie von vornherein eine gute Bildung und Ausbildung erfahren. Und das ist eben auch nicht mehr der Fall. Wenn die Handwerksbetriebe klagen, dass die Hälfte der Absolventen der Schulen nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu rechnen und zu schreiben, dann muss uns doch irgendwie mal in den Sinn kommen, dass da was falsch läuft. Ja, es ist natürlich in erster Linie Landesaufgabe, diese Bildungspolitik zu betreiben. Aber wir müssen auch die Zeichen zur Landesregierung senden, dass es so nicht gehen kann. Und wir müssen dafür sorgen, dass in den frühkindlichen Einrichtungen, in den Kindergärten und Kindertrippen vernünftige Erzieher da sind. Und zwar, die auch nicht ständig wechseln, sondern die vernünftig Geld bekommen können, damit sie auch dort bleiben und die Kinder frühkindlich bilden können. Darauf kommt es nämlich an. Früh anfangen. Früher Vogel fängt den Wurm. Erst wenn die Kinder früh lernen, Dinge zu tun, zu rechnen, zu schreiben, Musik zu machen, was auch immer, erst dann weckt es das Interesse und sie werden in der Schule auch gleich in die richtige Richtung geschickt. Und auch in den Schulen brauchen wir das. Ich habe es bei der letzten Rede hier schon gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, dass es Angebote der Handwerkskammer gibt für Praxisunterricht an den Schulen, den Kindern also nachmittags zu zeigen, wie man mit der Feile umgeht, wie man einen elektrischen Stromkreis aufbaut, was auch immer. Das ist doch eine wirklich tolle Idee der Handwerkskammer, weil es die produktive Arbeit oder UTP, wie es ganz früher hieß, ja nicht mehr gibt. Wir hatten ja Praxisunterricht früher, das war eine gute Sache, weil man als Schüler dann schon entdecken konnte, wofür man sich interessiert, in welchen Beruf man vielleicht gehen will. Und das brauchen wir heute wieder. Es kann nicht sein, dass hier nur zwei Schweriner Schulen mitmachen. Das verstehe ich nicht. Und ich bin als Oberbürgermeister auch dafür da, solche Dinge anzustoßen, in die Schulen zu gehen und zu sagen, hört mal, es gibt ein tolles Angebot, helft den Schülern doch dabei, dass sie sich weiterbilden schon recht früh und ihre eigenen Ideen und Fantasien haben, was sie gerne machen möchten. Das würde uns allen schon viel, viel helfen, weil dann nämlich alle schon viel zielgerichteter auf ein Berufsziel hinzugehen könnten. Wir müssen uns um unsere Kinder kümmern, denn wir haben schon zu wenig Kinder. Also ich habe ja meinen Soll erfüllt, glaube ich, mit 4 Kindern, will ich jetzt mal behaupten. Also an mir hat es nicht gelegen, so ist es nicht. Aber wir haben ein demografisches Problem und dann müssen wir doch bitteschön dafür sorgen, dass wir wenigstens unsere eigenen Kinder so bilden, dass sie eben die Fachkräfte von morgen darstellen. Unsere Fachkräfte bilden wir selber aus. Wir brauchen sie nicht in erster Linie von außen. Lasst uns um die Kleinen, um die Kinder kümmern.
dass sie auch gut spielen können, dass sie gute Spielplätze finden. Man hört es immer wieder, wo gehe ich eigentlich im Winter mit den Kindern hin? Früher gab es noch das Wumba-Wu, ist vorbei, ist nicht mehr da. Es gibt nur wenig Möglichkeiten, gute Spielplätze, die wir nicht haben. Also wir haben welche, aber nicht ausreichend und gut innovative Spielplätze. Da müssen wir mehr machen. Lasst uns um die Bildung, um die Kinder kümmern. Und wir brauchen aus meiner Sicht eben auch eine Hochschule. Da wird dann immer gesagt, ja, das geht doch alles gar nicht, wir haben so viele Hochschulen in diesem Land. Ich sage, wir müssen das Unmögliche möglich machen. Denn wir brauchen diese Ausbildungsstätten, wir brauchen aus meiner Sicht eine technische Hochschule für die Techniker und Ingenieure. Dann haben wir gut gebildete Leute, die überall ihren Mann, ihre Frau stehen können. Und das sind dann die Leute, die Unternehmen auch brauchen, die wir hier ansiedeln wollen. Das ist genau das, was wir brauchen. Da müssen wir hineinstoßen und dafür muss ein Oberbürgermeister mit sorgen, damit wir in eine solche Richtung gehen können. Bildung, Infrastruktur, das ist das wirklich Entscheidende. Aber wir brauchen natürlich auch die Rahmenbedingungen, dass wir uns wohlfühlen können in dieser Stadt und deswegen steht hier sicheres Schwerin auf dem Plakat. Wir stehen für ein sicheres Schwerin. Und das, muss ich sagen, hat mich in diesem Wahlkampf am meisten irritiert. Dass der Oberbürgermeister den ganzen Wahlkampf über nur gesagt hat, ich bin dafür nicht zuständig. Illegale Migration, ich bin dafür nicht zuständig. Dafür bin ich nicht zuständig. Entschuldigung, der Oberbürgermeister ist von den Bürgern dieser Stadt gewählt. Und diese Bürger erwarten von einem Oberbürgermeister, dass er sich um die realen Probleme seiner Menschen kümmert. Ob das nun seine Baustelle selber ist oder eine Etage höher. Er hat sich verdammt nochmal darum zu kümmern und ich will mich darum kümmern, weil ich möchte, dass meine und eure Kinder in einem sicheren Schwerin aufwachsen. Lasst uns für diese Sicherheit sorgen. Deshalb werde ich hier beim Innenminister auf der Matte stehen, damit wir wieder eine Polizeiwache auf dem Marienplatz bekommen, wie wir sie schon gehabt haben. Damit wir am Müsseholz, wo schon ziemlich viel Kriminalität jetzt leider läuft, dass wir dort auch eine Polizeiwache hinbekommen. Dass wir unser Ordnungsamt verstärken, dass wir ordentliche Wege, ausgeleuchtete Wege haben, damit wir endlich die Sicherheit schaffen, die eben nicht mehr da ist. Es wird ja vom Bürgermeister mal gesagt, das seien alle Schwarzfahrer in der Kriminalstatistik. Das, liebe Freunde, kann man so wirklich nicht herauslesen. Es ist ganz klar zu sehen, die Gewaltkriminalität ist gestiegen um 23%, bei Raub sogar um 38%. Und es ist eben auch klar zu sehen, dass es nicht deutsche Täter in vielen Fällen sind, die diese Taten gerade bei Gewalttaten begangen haben. 28% nicht deutsche Täter. Das ist die Realität aus der Kriminalstatistik bei einem Ausländeranteil von 10%. Es ist so. Bei Raub sind es sogar 45%. Bei Diebstahl 50% aller Taten. Das heißt also, wir haben hier ein Problem. Ist real. Das heißt, auch die Migration hat einen Einfluss auf die Sicherheitslage. Das erkennt natürlich jeder Normalbürger, nur der Oberbürgermeister nicht. Es gibt einen Zusammenhang und diesen muss man sehen, den muss man benennen und dann muss man die entsprechenden Maßnahmen senden und tun. Und deshalb sage ich, wir können nicht weitermachen wie bisher. Die illegale Migration ist aus dem Ruder gelaufen, deshalb muss Schluss damit sein. Wir wollen einen Aufnahmestopp für unsere Stadt Schwerin. Und die Bundespolitik wird nichts ändern. Wir haben jetzt hier eine Veränderungsattrappe, dieses Wort habe ich neulich gerade gelernt, eine Veränderungsattrappe mit dem neuen vorgesehenen Mechanismus auf europäischer Ebene. Er wird nicht funktionieren. Und deshalb müssen wir die Zeichen weitersenden von der Kommune. Es ist nichts behoben, es geht alles weiter. Es ist ja eine Aufstockung der Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Und liebe Schweriner, wir wissen alle, in Stenbuchholz wäre noch Platz dafür, möglicherweise. Und es liegt auf der Hand, dass nach der Wahl uns auch erzählt wird, dass es hier eine Aufstockung geben wird. Vielleicht nicht nur hier, vielleicht wird es eine Aufteilung geben. Ich befürchte aber, dass ein Teil wiederum hier in Schwerin landen wird. Und wir müssen klar machen, dass wir nicht so weitermachen können, nicht so weitermachen wollen. Es ist einfach genug. Es kann nicht immer nur von Integration geredet werden, wenn immer mehr illegal ins Land kommen. Integrieren kann man nur, wenn man wenige Zuwanderer hat. Und bitteschön keine illegalen Zuwanderer. Deshalb Schluss damit. Wir wollen Asylverfahren vor den Toren Europas. Und erst wer dann den Zutritt erhält, darf hier rein. Ansonsten muss Schluss sein. Ein für alle Mal. Und auch darum muss sich eben ein Oberbürgermeister kümmern.
wie sie es anderswo getan haben. Sicherlich kann man die Dinge nicht von alleine hier regeln. Aber Martin Hess hat den entscheidenden Punkt schon angesprochen eben. Was glaubt ihr wohl, was passiert, wenn hier ein Oberbürgermeister von der Alternative für Deutschland ins Amt kommt? Diese Zeichen werden durch ganz Deutschland hallen. Es ist ein Zeichen dafür, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen das nicht mehr will. Das zeigen auch alle Umfragen, die man sehen kann. Bei 80% in etwa liegt die Zahl derer, die diese Migrationspolitik einfach nicht mehr wollen, weil es uns komplett überfordert und wir unser Land so verändern, dass man es kaum noch erkennen kann. Und das wollen wir nicht. Wir haben Parallelgesellschaften in westlichen Großstädten. Bei uns erleben wir die Anfänge davon. Aber wir wollen nicht Neukölln werden. Wir wollen Schwerin bleiben. Lasst uns daran alle arbeiten. Lasst uns die vielen Menschen in Schwerin davon überzeugen, dass es nur eine Partei gibt, die das klar benennt und auch klar umsetzen will. Und zwar nicht aus ausländerfeindlichen Motiven, wie uns immer wieder unterstellt wird, sondern aus Sorge um das eigene Volk. Irgendwann muss ein Schlussstrich gezogen werden. Dann kann man sagen, es gibt nur noch eine geregelte Zuwanderung für wenige, die dann wirklich einen Aufenthaltstitel bekommen. Aber darüber hinaus muss es einfach Schluss sein. Und ich bitte euch darum, damit dafür zu werben, dass wir die Einzigen sind, die dieses Ziel erreichen können. Denn die anderen wollen es ganz offensichtlich nicht. Wir müssen es aber tun für unsere Kinder und Enkelkinder. Ja, und wir alle sehen, wie das Geld immer knapper wird in den Taschen. Auch darüber muss man reden. Dass unsere Mieten dramatisch gestiegen sind. Um 10%, auch hier sind wir Spitze in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht nur bei den Verbrechen, sondern auch bei den Mietpreissteigerungen. Um 10% im letzten Jahr. Und das ist ja für viele Menschen sehr, sehr viel Geld, die noch dazu bei 20% Inflation einkaufen gehen müssen. Das heißt, für das gleiche Geld hat man immer weniger im Einkaufswagen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das können wir hier allein nicht bekämpfen. Aber wir müssen als Stadt unterstützen. Und deshalb kann es nicht sein, dass wir beispielsweise die Anwohnerparkgebühren auf das Vierfache erheben. Im nächsten Jahr. So ist es beschlossen. Und deshalb sage ich ganz klar, ich will das als Oberbürgermeister nicht. Und deshalb werden wir den Antrag in die Stadtvertretung einbringen, das dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beheben, damit diese erst gar nicht in Kraft treten kann. Das können wir den Bürgern nicht vermitteln, dass sie eine Vervierfachung ihrer Anwohnerparkgebühren erdulden müssen und dafür noch nicht mal einen Parkplatz bekommen. Das geht so nicht, liebe Freunde. Das machen wir nicht mit. Damit wollen wir Schluss machen. Es muss mehr in der Tasche bleiben bei den Bürgern. Und natürlich brauchen wir auch mehr Parkplätze. Ich verstehe nicht, dass die gesamte Politik, ich weiß nicht, wer es in der SVZ gesehen hat, diese Befragung der Kandidaten, wie meinen Sie, werden sich die Leute 2030 fortbewegen durch die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad, haben die anderen alle gesagt. Ich habe gesagt, mit den Verkehrsmitteln, was die Bürger gerne nutzen wollen. Denn ich will hier überhaupt nichts vorschreiben, sondern ich möchte gleichwertig allen ermöglichen, hier am Verkehr teilzunehmen, ob das mit dem Fahrrad ist, ob das zu Fuß ist oder mit dem Auto. Und die meisten sind hier in unserer Stadt und in unserem Land aufs Auto angewiesen. Wir sind hier im ländlichen Raum und deswegen machen wir diesen ideologischen Hokuspokus nicht mit. Wir sagen, Autofahren ist ein Stück Freiheit und diese Freiheit, die müssen wir uns erhalten. Lasst uns die Mobilität nicht wegnehmen, wie es die Grünen wollen und die mit ihr verbundenen Parteien. Es sind ja mittlerweile fast alle, die da mitmachen bei diesem Kram. Lasst uns daran arbeiten. Damit wollen wir nicht weitermachen mit dieser falschen Politik. Es gibt so viele Punkte, die wir hier ändern müssen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen können, übermorgen diese Wahl zu gewinnen. Weil wir dann ganz neue Möglichkeiten haben. Ich habe es schon angesprochen. Wir werden in Berlin weitere Möglichkeiten bekommen. Wir werden die CDU auch ins Wanken bringen. Das sieht man ja jetzt schon, dass sich dort der Merz schon mit dem nordrhein-westfälischen Chef streiten muss. Darüber, wer der nächste Kanzlerkandidat werden muss. Das ist schon interessant mit anzusehen. Und wir haben auch hier gesehen, wie es in der Stadt läuft. Ja, hier hat die CDU sich pflichtbewusst erstmal in die linke Einheitsfront eingereiht.
Aber damit weiß auch jeder, wo diese CDU steht. Sie ist Teil der linken Einheitsfront und damit für bürgerliche Menschen nicht mehr wählbar. Aber auch hier sehen wir schon im Gefüge, dass sich da was ändert. CDU-Mitglieder kommen auf mich zu und sagen, was der Merz da sagt in Berlin, interessiert mich gar nicht. Ich will dich. Ich will dich am Sonntag. Ich will nämlich keine linke Politik in dieser Stadt. Und dein Programm ist bürgerlich, ganz vernünftig. Das kann doch jeder unterschreiben, der eine vernünftige Politik, die für diese Stadt will. Ich wähle den Holm, weil es besser ist für Schwerin. Jawohl, genau so ist es. Und ich finde es auch durchaus bemerkenswert, dass die örtliche FDP trotz Drucks aus Berlin sich nicht eingereiht hat in diesen Einheitsblock. Das heißt, möglicherweise wachen hier und da doch immer mehr Leute auf und sehen, dass es neue bürgerliche Politik nicht gegen die AfD geben kann, sondern nur mit der Alternative für Deutschland. Und wir haben ja in der Theorie schon bürgerliche Mehrheiten in der Stadtvertretung, die wir nutzen könnten, wenn die anderen mal aufwachen würden. Aber es sind bisher nur Einzelne. Aber es wird passieren, je stärker wir werden, umso schneller werden sie aufwachen, umso besser für unser Land. Und genau das werden wir tun. Wir werden sie zum Aufwachen bringen und hier kommunal richtig loslegen. Hier bei der Oberbürgermeisterwahl und dann im nächsten Jahr bei der Kommunalwahl jetzt schon mal vormerken. Im Juni ist es soweit, dann wählen wir eine neue Stadtvertretung in unserer Stadt. Also lasst uns gemeinsam kämpfen. Wir können wirklich etwas erreichen. 7 Jahre weiter so. Stellt euch das mal vor. Das darf es nicht geben. Es darf keine 7 Jahre lang so weitergehen wie bisher. Wie hat sich Schwerin in den letzten 7 Jahren verändert? Nochmal 7 Jahre, das dürfen wir uns einfach nicht erlauben. Und deshalb bitte ich alle nochmal richtig mitzumischen bis zum Sonntag. Nochmal allen klar zu machen im eigenen Umfeld. Zur Wahl gehen ist wichtig und das Kreuz richtig zu setzen ist noch viel wichtiger. Dann können wir hier etwas ändern und wir können sogar in Berlin etwas ändern. Bitte macht mit, weil es wichtig ist. Wählt den Holm, ein Schweriner für Schwerin. Herzlichen Dank und uns allen viel Glück beim Politikwechsel, den wir dringend brauchen. Danke euch. Herzlichen Dank.